Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, auf diesem Weg Teil der Werkstatt zu sein und Teil des Gesprächs und wünsche Ihnen allen interessante Gespräche und Diskussionen. Ich weiß nicht, ob bereits Redner vor mir, Studenten, über unsere Themenstellung gesprochen haben, die dabei uns überlegen, was Parzival für uns persönlich bedeutet. Diese Frage habe ich zuerst umgemünzt in die Frage, Parzival im 21. Jahrhundert. Ist das nicht ein Paradox? Diese Frage mag nicht neu sein und sie ist doch relevant. Denn es ist ja nicht zuletzt eine Frage darüber, ob Parzival ein geeigneter Stoff ist für ein Publikum aus dem 21. Jahrhundert. Es ist immerhin ein Werk, in dem Frauen geschlagen, als Geisel gehalten und sogar vergewaltigt werden, in dem ein sogenannter Heide gezwungen ist, zum Christentum zu konvertieren, trotz seiner unglaublichen ritterlichen und kämpferischen Leistungen, die anerkannt werden, damit er die Dame heiraten kann, in die er sich verliebt hat und die nun mal Christin ist, obwohl diese dann ihm in sein Heimatland folgt. Und nicht zuletzt ein Werk auch, in dem es ein sehr gängiges, wenn auch nicht durchgehendes Verhaltensmuster ist, dass die Damen als hilflos dargestellt werden und einen starken Ritter benötigen, um sie zu retten. Warum also Parzival? Und warum Parzival für mich? Zunächst einmal kann ich zugeben, dass ein Ritterroman mir schillernder erscheint als Minne- und Tageslieder. Das sagt aber noch nichts darüber aus, welche Bedeutung das Werk für mich tatsächlich gewonnen hat und auch, was ich daraus für mich ziehen kann. Für mich als jungen Menschen gewinnt Parzival vor allem durch den Werdegang seines Protagonisten an Bedeutung. Und nämlich dann, wenn wir, wie Ruth Sassenhausen es vorschlägt, Parzival als Entwicklungsroman lesen. Die Sehnsucht nach einer fremden Welt, nach unbekannten, verheißungsvollen Möglichkeiten und gleichzeitig aber auch Unsicherheit zwischen Abenteuerlust und Sicherheit ist mir, wie wahrscheinlich den meisten jungen Menschen, sehr gut bekannt. Parzival ist deswegen für mich von Bedeutung, weil jeder in seinem Leben mindestens einmal Parzival ist. Im Parzival demonstriert Wolfram unerschrocken die Suche eines jungen Menschen nach seiner Identität und nach seinem Platz in der Welt. Nach Erziehern, die ihm dabei helfen mögen. Aber auch die Kehrseiten dieser vermeintlich guten Ratschläge werden aufgezeigt. Die reale Problematik der Unerfahrenheit und des Ratbedürfnisses wird in Parzival so evident. Wem soll man glauben? Welche Anleitungen soll man umsetzen? Wie die Konflikte lösen, in denen unterschiedliche Verhaltensvorschläge miteinander konkurrieren? Wo ist der Mittelweg? Und woran glaubt man selbst wirklich? Wolfram ist im Parzival ehrlicher, als es die meisten Erzählinstrumente unserer heutigen Medien sind. Anders als in Mainstream-Hollywood-Filmen endet die Erzählung nicht mit dem vermeintlichen Happy End, der Eheschließung und der finanziellen Absicherung, sondern nimmt danach erst richtig Fahrt auf. Parzival mag Eheglück und Ruhm erlangt haben, aber sein persönlicher Entwicklungsweg ist damit keinesfalls abgeschlossen. Nach dem Happy End ist vor dem Happy End in seinem Fall. Dass also die Suche nach dem Gral auch nach der Eheschließung eine Identitätssuche bleibt, wird durch Parzivals Begegnung, die erneute, mit seiner Cousine Sigune klar. Sie kennt seine bisherigen Entwicklungsschritte
und sie bestärkt ihn in seinem Bestreben. Vor allem aber manifestiert sich seine Entwicklung in dem Auftreten seines letzten Lehrers, Trefrizent. Dieser unterscheidet sich so stark von allen vorherigen Ratgebern und ist deswegen so wertvoll, weil er Parzival durch therapeutische Gespräche, und das ist wieder ein Zitat von Ruth Sassenhausen, sich selbst erkennen lässt. Er legt ihm eben keine Vorschriften auf, sondern er eröffnet ihm neue Perspektiven und Denkmuster. Er sagt ihm also nicht, was er tun soll, sondern er bietet ihm das Wissen, um selbst zu erkennen, was er tun kann, um das Leben zu führen, nach dem er sich sehnt. Und das ist doch ein Weg, auf dem sich die meisten und eben gerade jungen Menschen befinden. Über Erlebnisse, Wissen, Fremdeinfluss, Hilfestellungen von außen, Verwirrung, Euphorie, Herzschmerz, vor allem aber auch Herzfreude, der Zukunftsangst und der Selbstverwirklichung, schlussendlich fähig zu sein, in Selbstreflexion zu entscheiden, welche Ratschläge, Weisungen und Meinungen wir befolgen möchten. Denn nicht jeder Gedanke, den wir denken, ist ja wahr. Um uns durch diese Einflüsse selbst zu erkennen und in Eigenverantwortung, denn erst durch Verantwortung erlangen wir auch Gestaltungsmacht, unseren Weg gehen, unsere Ziele erreichen und uns in die Gemeinschaft einbringen zu können. Das sind meine ganz persönlichen Gedanken zu Parzival und ist, was mir das Lesen und das Studieren dieses Werkes gebracht hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch viele anregende Gespräche und freue mich darauf, hoffentlich viele von Ihnen morgen kennenzulernen. Tschüss.